Nein, nein. Ich komme hier rüber. Jo, Kollege, I'm sorry. I'm sorry, but actually, you are already careful, dead. Man. Nice and easy. Dude, come on, mach's uns beiden nicht noch schwerer, als es schon ist. Bitte, sei down. Okay. Oh, man. Man, I'm so sorry, but you actually were already dead. I hope this works. Oh, man, die Musik. Was ist das Stun-Button? Er ist einfach despawned. Okay. Bro, Kumpel, hab bitte keinen falschen Eindruck von mir. Bitte. Oh man. Yo, Catherine. Ich habe deine barbarische Arbeit getan. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Oh, Catherine. Ich meine, ich gehöre auch zu der Sorte, die sagt, zum Beispiel, wenn es Vampire gäbe, ich wäre einer der Ersten, der diese Viecher jagen würde. Einfach nur, weil sie schlecht für uns Menschen sind, aber selbst ich fange hier langsam an, ein wenig anders zu sehen, was die Roboter hier angeht. You know? Ich meine, ich mach's, aber ich mach's nicht gerne. Anfangs mochte ich dich. Ich fange an, dich weniger zu mögen. Hey, Catherine? Ah. Thanks. Tschüss, Delta. Wieso fliegen wir so hoch? Ich dachte, die Station wäre auf dem Boden. Ist die über uns? Und wie bewegt sich dieses Ding überhaupt? Wow. Lag. Why? Catherine! Ah, ich glaube, es wurde nur ein neues Gebiet geladen. Okay, really good back there, Simon. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the dump bag, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry, though, because with the dump bag, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then
we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Warden Unit, das heißt, das ist also die Abkürzung für WoW. Warden Unit, Wächtereinheiten, was zur Hölle? Also sind diese Roboter eigentlich dazu da, zu beschützen? Holy shit, das würde ein ganz anderes Licht auf all das werfen. Wenn sie wirklich verhindern wollen, dass irgendwas passiert hier, wenn sie uns wirklich aufhalten wollen, aus einem bestimmten Grund, weil sie etwas beschützen. What? Holy crap. Und ja, damit ist es offiziell bestätigt. Wir sind ein Roboter. Spätestens als wir im Big Daddy Kind of Anzug bekommen haben, hätte das ja klar sein sollen. So, ehrlich gesagt will ich mich hier umsehen, aber ich bezweifle, dass das Spiel mir irgendwelche coolen Sachen entgegenwirft, wie irgendwelche Items oder so. Allerdings finde ich die Welt, die sie hier aufgebaut haben, unglaublich cool. Ich gehe mal eine kleine Runde. Weil ich glaube, Theta ist da lang, also gehen wir hier eine kleine Runde mal entlang. Fangen wir auf der Seite an, laufen wir eine kleine Runde hier hinten rum. Springen wir einfach hier runter. Weil man muss die Arbeit der Entwickler natürlich sich mal ansehen und auch auf sich einwirken lassen. Weil, dass sie allein schon ein solches Gebiet hier machen und man muss sich einfach mal umsehen. Appreciate the work of others, you know. Gut. Wir sind unter Wasser. Wieso sieht das aus, als ob da Wasser wäre? Oder so ein komischer Schleim. Hm. Was ich nur komisch finde, wenn wir ein Roboter sind, warum ist Simon dann außer Atem? Weil man hört ja, wenn er hier rumläuft, wie er atmet. Und man hört auch, dass wir beatmet werden von irgendeiner Lüftung. Oder besser gesagt, von irgendeinem Beatmungsgerät. Oder von einer Luftflasche. So, why? Macht er das auch? Macht er die Geräusche einfach nur, weil er es nicht anders kennt? Oder ist da doch noch irgendwie was Organisches in uns, was am Leben erhalten werden muss? Was ist das denn? Leider ist unser Roboter-Buddy nicht hier. Dieser Fisch sieht tot aus. Der ist tot. Wow. Ich glaube, dieser Gang ist eingestürzt. Was versteht er? Shuttle Station Theta. Oh, okay.
Da kommen wir nicht hin. Ich bin echt an diesem Rohr hängen geblieben. Hammerhart. Warum renne ich eigentlich nicht? Wegen meiner Negativerfahrung letztes Mal, wo ich gerannt bin hier im Wasser. Damit haben wir fast die Runde hier abgeschlossen. Schön. Schön und bedrohlich zugleich. Und da ist die Täterstation. Normalerweise würden wir jetzt hier den Gang runterlaufen. Oh. Oh, ist das an allen leuchtenden Stationen so ein Ding? Offenbar. What? Okay, das sah gerade aus wie ein Hai oder sowas. Straski, wake up Dr. Masters. We're bringing in Akers. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The valve served in the number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Straski, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait. Where are Komorabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. Emma, I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right. See you soon. Gab es einen Unfall und sie mussten jemanden das Leben retten, weil er von irgendwas getroffen wurde oder sowas? Und die haben die Wow erwähnt. Hat eine Maschine einen Menschen angegriffen? Hier ist auch alles voll mit dieser parasitären Scheiße. Zumindest ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass das hier parasitär ist. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The ARC project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Es gab Massenselbstmorde wegen der Arche, beziehungsweise wegen irgendwas, was damit zu tun hat? Ich meine, gut, in so einer misslichen Lage sind Depressionen nichts Ungewöhnliches, aber... Thank you, Catherine. What? Wait. Am I already here? What the heck? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this Mark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least, I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living skin in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? That's not how it works. That's not how it works. Und außerdem, warum stand in den Untertiteln Kerle? Wurden nur Frauen gescannt? Aber das ist nicht, wie diese Philosophie des Lebens funktioniert. I don't understand. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strawmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Wait,
Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Ich glaube, das war einfach nur ein Übersetzungsfehler mit den Kerlen. Sie meinte wirklich Leute von der Omricon Station. Robin, I'm not sure how to say this. What? This is... Yeah? Pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys really pulled through. They saved us all. Oh man, ich sehe schon da, dass wir den Stecker von ihr ziehen können. See you later. Will do. Oh nein, wir können ihren Stecker ziehen. Is this what it's supposed to look like? Aber warum ist sie hier, wenn sie doch... Wieso ist sie in so einem Ding? Ist das noch eine dritte Version von ihr? Die Lebende, die tot ist? I expected something different. Moment, sie sagte, sie kann sich nicht daran erinnern, dass sie gestorben ist. Aber das heißt nicht, dass das nicht vielleicht sogar die lebende Version von ihr ist. I'll be going now. Let me know if you find anyone else. I don't know. Ich will sie eigentlich nicht hier lassen. Aber ich kann nicht bei jedem, den ich sehe, den Stecker ziehen, oder? Aber sie wird den Rest ihres Daseins hier alleine sein. Where is everyone? I'm not the only one who got scanned. Oh mein Gott. I can figure this out. Yeah, it's not that much. Okay, was ist hiermit? Okay. Vielleicht reicht das ja schon. Oh! Was jetzt? Ah! Okay, whatever that did. Okay. Beeindruckend. What? Alles klar, die wollten wirklich sicher gehen, dass das, was hier draußen ist, auch draußen bleibt. Oder andersrum, aber ich glaube eher so rum. Oh mein Gott, die tut mir so leid. Die tut mir so leid, aber ich kann doch nicht bei jeder Maschine, wo ein Mensch drin ist, den Stecker ziehen, oder? Vor allem Simon hat es ja nicht mal übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass sie nicht in der Arche ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh Gott. Gott. Egal, was ich mache, es ist falsch. Überwachungskameras. Oh. Chief, I'm so done, Matt. Also nicht done bad im Sinne von schlecht gemacht, sondern von hier, was wir suchen müssen. D-U-N-B-A-T. Okay. Hello? Anyone there? Well, Catherine, we found Theta. Da das Omnitool reinpfeffern?
Wir brauchen eine höhere Sicherheitsstufe. Wieso kann ich hier nichts machen? Wieso kann ich hier absolut nichts machen? Kann ich dich verschieben? Nein. Vorsicht, Rutschgefahr? Ja, ich glaube, das ist gerade meine geringste Sorge. Karko-Item. Vorsicht, Rutschgefahr. Well, it appears that we don't have the possibility to do anything here. Wenn ich mal mit Catherine reden könnte, aber... Sieht fast so aus, als hätten wir keinen Strom. Catherine, I need your help. Warum bist du so useless, wenn du... Oh, wait. I got an idea. Komm mal mit. Und zack. Okay. Vielleicht etwas mit etwas mehr Masse. Zack! Aha! Und zack! Das Omni-Tool wieder reinlegen. Wunderbar. What is this? Squeeze me. Stress Ball. Oh, so einen habe ich auch. So einen habe ich auch irgendwo. Eine Webcam. Ich glaube nicht, dass der hier noch funktioniert, der PC. Aber die Server laufen noch. Apparently. So, rein mit dir. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath. What's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just... thinking about the Earth being what it is, and us setting out to save the final remains of humanity, it's... heroic? At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat! Oh, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. We need to find someone who knows the cipher.
It's the only way to fire up the Dunbat. Find someone who knows the security cipher. Das gefällt mir nicht. Da ist so viel von diesem parasitären Zeug in der Kammer mit dem Dunbat. Oh man. Ich schließe sie mal. Oh! What do we have here? Oh, what do we have here? Standortstatus, alle Systeme betriebsbereit. Hülle, Unterschutz intakt zu 99%, die Panzerung ist intakt zu 84%, Lebenserhaltung. Sauberkeit der Luft ist mittel, Temperatur ist 13 Grad. Okay, letzte Diagnose. Das ist aber schon eine Weile her. Wir sind hier. Ich glaube, da ist der Dunbat. Von da ist die Schleuse, wo wir gekommen sind. Keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir hier einen Raum, der nirgendwo hinführt. Dann haben wir hier wahrscheinlich das Treppenhaus. Holy shit. Blackbox Beacon. Oh my. Looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? And the habitat? That's so strange. I don't like this at all. Okay, es gibt hier auf jeden Fall eine Menge Leute. Da, Masters. Nadine Masters. Das war die Doktorin, von der wir gerade was gehört haben. Gäste. Haben wir hier irgendwo... Jane Addams von Delta, Brandon Wan. Faszinierend, dass man hier wirklich die Namen von Leuten sieht, die man in so Rückblenden gehört hat. Alles klar. Hast du was Neues zu sagen? Find someone who knows the security cipher. Okay, da ist das Treppenhaus und hier ist ein Raum, der nirgendwo hinführt, also gehe ich zuerst hier rein. I regret my decision. Oh, haben sie das in den Berg unter Wasser hineingebaut? Wait, das hier ist das Treppenhaus. Thanks, Dromar. That's a real helpful report. Be quiet, the proxy listens. What happened to Theta? No explanations anywhere. Kind of sounds like a warning. The proxy listens? Ich meine, ich denke mal, dass das Rost ist, aber es sieht so aus. Moment. Heißt das, das hier ist nicht das Treppenhaus? What is this? Why would they all leave this floor? I don't get it either. It's like they all just cleared out. Ah, perfekt. Moment. Thanks. What's so interesting downstairs? Just labs and offices. Maybe the shuttle station. Should we go check? Rather not. Got a bad feeling about this. Ja, ich werde da sowieso früher oder später runter müssen. What the fuck? Maybe they wanted to keep close to the shuttle station in case something went wrong. You're really stuck on that one. I'm just worried about my colleagues.
lasse das Licht mal aus, just in case. Nicht, dass es nochmal so flackert. Lieber ist das Licht ganz aus, als dass es anfängt, unnötig zu flackern. Oh, es geht nach außen auf. Alles klar. What is this? Ja, nur eine Halterung für die Wand. Aber wenn wir schon mal hier sind... Okay. So, wo kann ich drücken, damit es... Ist wahrscheinlich Automatik. Hat schon gemacht, ohne dass ich es mitbekommen habe. Oh, eine Dusche. I saw that much. Aber irgendwo tropft es doch noch. Okay, es hat wohl was damit zu tun, wenn ich Türen öffne und schließe. Ist das hier die Damen? Das hier sieht nach Damen aus. Das Damenbad. Who's in here? No one. Oh yeah. Und Rasierer. What the fuck?